Wird gerade ein neues Kapitel aufgeschlagen? Hat der Ministerpräsident im neuen Jahr einen neuen Söder kreiert? Wir dürfen daher Corona nicht nur virologisch sehen, sondern müssen auch versuchen, unsere Gesellschaft wieder zu heilen und zu versöhnen. Ist er das, der neue Söder? Team Augenmaß statt Team Vorsicht? Vor kurzem klang das doch noch anders. Wir müssen weiterhin vorsichtig und umsichtig sein. Ist absolute Vorsicht geboten. Wir bleiben im Team Vorsicht. Ist Team Vorsicht? Team Vorsicht. Wir sind das Team Umsicht und Vorsicht. Und dabei bleibt es auch. Selbstkritische Einsicht oder Reaktion auf die Corona-müde Stimmung im Land? Beides, sagt die Politikwissenschaftlerin Ursula Mönch. Und dann ist da neben der Pandemie noch was. Die Landtagswahl spielt eine ganz große Rolle. Und was natürlich auch eine ganz große Rolle spielt, ist die neue Zusammensetzung der Bundesregierung. Die CSU ist nicht mehr Teil der Bundesregierung. Kurswandel und Imagewechsel. Neu ist das nicht für Markus Söder. 2018, Kapitel Der schwarze Söder. Zu Beginn seiner Zeit als Ministerpräsident. Er pocht auf Heimat, Tradition und will das untermauern. Das Kreuz soll in Bayern noch sichtbarer werden. Gleichzeitig zeigt sich Söder hart in der Flüchtlingspolitik. Wenn wir in Europa was erreichen wollen, also sogar im Interesse der gemeinsamen Sache, dann brauchen wir endlich auch eine deutsche Position an der Stelle. Und die muss eben lauten, dass Asyltourismus in Europa nicht mehr geht. Ein Begriff, für den er sich zwar entschuldigen wird, doch der Schaden ist angerichtet. Und er hat dann damals aus dem Landtagswahlergebnis, dem schlechten für sich selbst, für die CSU, ja dann die Konsequenz gezogen, dass es nicht richtig ist und dass es inhaltlich falsch ist und auch vom Taktieren her falsch ist, der AfD hinterherzulaufen und quasi die AfD zu kopieren. Das große Interesse der Wähler an Umweltthemen und die Gewinne der Grünen bei der Landtagswahl sind schon verführerisch. 2019, Kapitel Der grüne Söder. Er will Umwelt und Landwirtschaft versöhnen. Runde Tische, Austausch, Kompromisse. Söder scheint jetzt diesem Thema verbunden. Die Staatsregierung folgt dem Volksbegehren, rettet die Bienen. Dies ist übrigens kein Volksbegehren Plus, sondern wenn man ganz ehrlich ist, ein Volksbegehren XXL jetzt hat. Der grüne Söder findet Zuspruch. Der grüne Söder, der seinen Platz in Bayern sieht, zunächst. Sie sehen ja, wo mein Platz ist, hier in Bayern. Doch 2021, als er merkt, dass er doch Chancen haben könnte. Ich habe in der Tat mich bereit erklärt, für den Kanzler, für die Kanzlerschaft zu kandidieren. Da hat man ja schon erlebt, dass er jemand ist, der diese Umfragewerte ganz, ganz stark nach oben stellt. Und ich glaube, in der Kombination mit diesen Positionsveränderungen, dass ihm das schon geschadet hat, weil man ihm diese Positionsveränderungen nicht unbedingt als das abnimmt, was sie ja auch sein können und vielleicht auch sind, tatsächlich das Ergebnis von veränderter Politik. Immer wieder erlebt man eine neue Figur, eben auch in der Corona-Politik. Kapitel Der Team Vorsicht Söder. Wir rufen den Katastrophenfall aus. Lockdowns, FFP2. Söder setzt auf Umsicht, erfüllt das Sicherheitsbedürfnis vieler. Der Rückschlag kam dann im Grunde erst mit den Lockerungen. Im Verschärfen und im Zusperren waren wir alle gleich. Davon waren fast alle gleich betroffen. Aber von den Lockerungen, da ist dann natürlich, da konnte man nicht mehr jedem Einzelfall gerecht werden. Von Bundesabsprachen weicht der Team Augenmaß Söder neuerdings ab und sagt sich eher liberal. Deswegen sind wir skeptisch, ob 2G plus in der normalen Gastro jenseits von Disco, jenseits von Bar sinnvoll ist. Söder zeigt, er ist wandelbar. Und das wird nicht das letzte Kapitel sein.